Ist gut, ist gut. Alles gut. Ja, jeder Vampir würde durchdrehen vor Glück, wenn er heute Morgen bei uns hier wäre im Studio. Katharina ist jetzt dran, die erste Blutspende steht an. Du warst früher Jugendrotkreuz, ne? Ich war früher im Jugendrotkreuz, ja. Also wir haben sowas auch gemacht und ja. Sie müssen haben wissen, gelernt, wie es funktioniert. Im Jugendrotkreuz, weil sie in einen Typen verliebt war. Das ist gar nicht wahr. heute, Claudia Hammerich vom DRK Blutspendedienst Nord, sind noch ganz viele Blutspendetermine. Ne? Haben wir die zufällig hier? Jetzt ja. Sag mal ruhig. Also alle, die das Carsten, Katharina und Nils gleich tun wollen, die haben heute Gelegenheit in Büsum, okay. In Alt-Duvenstedt, Rheinfeld, Hohenlockstedt. Und dann auch noch die Schülerchen in Schleswig am BWZ. Okay. Bundeswehr Husum. Okay. Und dann noch Berufsschule Bad Segeberg und W4 Hamburg-Wilhelmsburg. Das ist auch eine Schule. Okay, wer also heute nicht schafft, der kann sich, glaube ich, auf eurer Homepage informieren. Richtig. Wann die nächsten Tage. Wer heute keine Zeit hat, der kann gerne auf www.bsdnord.de unter Termine schauen und unter Postleitzahlsuche oder Tagessuche sich Termine anzeigen lassen. Spende Blut, so wie es jetzt Katharina tut, meine Damen und Herren. Der große Augenblick. Können Sie das sehen in der Webcam unter rsh.de? Ja, jetzt kommt der Pizza. Ja, das läuft dann. Ich bin eine Frau, ich habe nicht so ein Schmerzempfinden. Das stimmt auch. Also, es geht los, die nächste Blutspende läuft. Danach muss man gut frühstücken. Ja. Zum Glück spielen wir gleich um Zwiebelmett hier. Ja, also 20 Minuten vor 9. Ich habe immer mal zwei Sekunden halten, langsam wieder locker lassen. Wenn es dauert, ja.